Wir starten mit diesem Video eine Reihe von Interviews, in der wir Leute interviewen, die schon studiert haben oder es vielleicht noch tun, damit ihr Erfahrungen aus erster Hand erhaltet. Und das hier ist der erste Teil, mit dem wir anfangen. Hi erstmal, und ich würde sagen, bevor ich was über dich sage, stell du dich erstmal selber vor und sag, was du arbeitest und was du studiert hast. Ja, hallo ihr beiden. Ich bin Thomas, ich bin gerade 39 geworden und ich habe Kommunikationsdesign im Bachelor und Exhibition Design, also Ausstellungsdesign im Master studiert und ich arbeite als Fotograf und leite eine Fotoredaktion. Ja, cool. An welcher Hochschule hast du das denn studiert? Ich habe an der Fachhochschule Düsseldorf studiert, so hieß sie zumindest damals noch. Die Schule hat jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren einen neuen Namen. Die heißt jetzt HSD, Hochschule Düsseldorf. Und dort am Fachbereich Design, an der Peter Behrens School of Arts, so heißt der Oberbegriff, das Oberbranding für die beiden Fachbereiche Design und Architektur. Und als du dich da beworben hast an der Hochschule, gibt es da, also das ist ja jetzt auch im Designbereich, ist das ja schon bekannt, gibt es da irgendwelche, was für Anforderungen gibt es da bei der Bewerbung? Also wie hast du dich beworben für dieses Studium? Ja, für ein Designstudium bewirbt man sich natürlich anders als für andere Studiengänge. Und da muss man auch immer wissen, das ist auch von Hochschule zu Hochschule ein bisschen unterschiedlich. In Düsseldorf ist das so, dass man sich dort mit einer Mappe bewirbt. Man muss die dort aber selber vorstellen. Das ist ein Unterschied zu anderen Hochschulen, wo man die Mappe beispielsweise nur abgibt. In Düsseldorf präsentiert man diese Arbeiten vor einer Kommission, die besteht aus Professoren und Studenten. Also bei mir waren es 3 Professoren und 2 Studenten. Und die fragen einen dann ganz viel zu den Sachen. Also man hat vorher so ein paar Minuten Zeit gehabt, um seinen Raum vorzubereiten. Man kriegt so einen Raum zugewiesen am Tag der Eignungsprüfung. Kann den dann so ein bisschen für sich vorbereiten, seine Sachen da auslegen oder aufhängen oder wie auch immer. Und dann kommt die Kommission da rein und schaut sich die Arbeiten an und fragt ganz viel. Wobei die meisten Fragen bei mir eher so auf so einem persönlichen Level waren. Also die Arbeiten, die sprechen ja meistens für sich, sollen sie zumindest. Und in Düsseldorf guckt man sich halt auch sehr genau an, was für eine Persönlichkeit der Bewerber hat, wie der so drauf ist, ob der kommunikativ ist. Ja, und dann musste ich kurz rausgehen, dann haben sie mich da reingeholt nach 5 Minuten und haben mir gesagt, halt, dass die Tendenz ganz gut aussieht und dass ich meine Note für die Eignungsprüfung in ein paar Wochen postalisch bekomme. Jetzt so nach der Bewerbung, wenn man dann angenommen wurde, wie ist denn da so die Regelstudienzeit? Ja, also man muss sich nach der bestandenen Eignungsprüfung natürlich trotzdem noch um Studienplatz bewerben. Aber wenn man dann genommen wird auch mit der bestandenen Eignungsprüfung, dann beträgt die Regelstudienzeit, das war zumindest bei mir damals so 6 Semester für den Bachelor und 4 Semester für den Master. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, hätte ich jetzt als nächstes gefragt, wie lange hast du eigentlich gebraucht? Ich glaube, für den Bachelor habe ich 8 Semester gebraucht und im Master habe ich irgendwie, keine Ahnung, auch nochmal 7 oder so studiert. Also im Designbereich ist das jetzt nicht unüblich, dass man ein bisschen länger studiert. Und was war das Besondere für dich am Designstudium? Also, das Designstudium war, glaube ich, deswegen so besonders, weil man so unglaublich frei in dem ist, was man da machen kann. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sich so ganz individuell in diesem Studium zu entfalten und zu entwickeln. Das kenne ich, wenn ich so mit Freunden rede, die andere Sachen studiert haben, dann ist das bei denen halt etwas strikter gewesen. Also die haben eher einen festen Plan gehabt, wann was passiert im Studium, mussten sich so ein bisschen danach richten. Im Designstudium kann man das ein bisschen selber für sich entscheiden. Und was sicherlich auch eine Besonderheit irgendwie ist, war der enge Kontakt zu den Professoren. Auch das kenne ich aus Erzählungen meiner Freunde, die andere Dinge studiert haben, etwas anders. Also im Designbereich haben wir uns alle hauptsächlich geduzt und waren sehr eng und sehr persönlich mit den Professoren, sehr, sehr freundschaftliche Beziehungen. Ich habe heute noch, viele Jahre nachdem ich fertig bin, zu einigen Lehrenden einen ganz freundschaftlichen Kontakt. Und man ist wirklich oft auf Augenhöhe mit den Lehrenden und das macht das Arbeiten halt ganz spannend. Seit wann wusstest du denn, dass du das studieren willst? Ich habe schon vorher eine Berufsausbildung gemacht in dem Bereich und deswegen war dann das Designstudium irgendwie so eine logische
Entscheidung darauf aufzubauen, weil ich einfach mehr Input haben wollte. Und dass ich so in den künstlerischen Bereich möchte oder in den gestalterischen Bereich, das wusste ich eigentlich schon in der Schule. Okay, und dann zu allerletzt würden wir noch fragen, wem würdest du denn diesen Studiengang empfehlen? Was glaubst du, wer könnte sowas studieren? Man muss auf jeden Fall ein Interesse an Gestaltung haben, um Design zu studieren und auch sicherlich nicht so ganz talentfrei sein. Wenn man jemand ist, der überhaupt nicht zeichnen kann, nicht fotografieren kann, nicht reden kann und nicht Kultur und Kunst interessiert ist, für den ist ein Designstudium sicherlich nichts. Aber wenn man für sowas so eine Grundsensibilisierung schon mal hat und auch irgendwie sich kreativ betätigt, dann sollte man sich auf jeden Fall mal damit auseinandersetzen, ob das vielleicht was ist, was einem Spaß macht. Aber man muss sich auf jeden Fall, so wie bei jedem anderen Studium wahrscheinlich auch, damit einmal ausgiebig beschäftigen und gucken, was da überhaupt gemacht wird. Weil gerade so das Designstudium, das ist auch vielleicht so ein bisschen mehr Lebenseinstellung als beispielsweise ein BWL-Studium oder so. Man ist halt 24 Stunden am Tag Designer. Man sieht die gestaltete Welt halt immer. Und die Gestaltung beschäftigt einen auch immer. Und ich glaube, wer sowas studiert und für den das nicht so wirklich was ist, für den ist das vielleicht auch ein Fluch, sowas zu machen. Deswegen sollte man auf jeden Fall so ein bisschen schauen, ob man von den Interessen her in sowas reinpasst. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über dein Studium zu reden. Gerne. Und dann würden wir dir noch einen schönen Tag wünschen. Ja. Den wünsche ich euch auch. Dankeschön. Danke euch. Macht's gut. Hasta la vista. Das war jetzt das erste Interview zum Thema Kommunikationsdesign. Daraus wird noch eine ganze Reihe mit vielen weiteren Interviews zu anderen Studienfächern. Wenn ihr euch ein spezielles Studienfach wünscht, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch und vergesst nicht zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr unsere Videos auch in eurem Feed seht. Und bis dahin, bis zum nächsten Video.